echte Schweizer Schokolade geholt. Ich habe mich mal wieder ein bisschen überfressen. Test die Bacon rausgelassen und Curly Fries. Gerade noch Abonnenten beim McDonald's getroffen. Servus Leute, was geht eigentlich ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Und wie unschwer zu erkennen ist, befinden wir uns gerade im Auto. Warum sage ich wir? Ich bin mit meinem Bruder unterwegs. Und zwar werden wir heute mal wieder einen Tag lang wie mein Bruder essen. Ja, mein Bruder werdet ihr dann nachher noch sehen. Und gleichzeitig fahren wir auch zum Bodensee, weil sonst wäre das Ganze ja ein bisschen langweilig. So ein bisschen Urlaubsfeeling reinbekommen. Eine Nacht gehen wir an Bodensee, Kollegen besuchen, Bekannte. Da nehme ich euch jetzt die nächsten zwei Tage mit und werde euch zeigen, wie wir uns so ernähren werden. Es wird so ein bisschen Cheat Day Style. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst mir auf jeden Fall jetzt schon mal eine positive Bewertung da. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der ersten Mahlzeit. Wir sind jetzt circa eine Stunde unterwegs und wir haben unsere erste Pause gemacht. Und zwar werden wir jetzt was essen, weil wir haben heute Morgen noch nichts gefrühstückt, sind quasi direkt ins Auto und losgeballert. Und jetzt gibt es ein paar Brötchen für uns und dann werden wir weiterfetzen. Im weiteren Verlauf des Videos wird es auf jeden Fall noch viel leckerer. Das Brötchen war jetzt eher nur so eine Notlösung, aber es wird auf jeden Fall noch geil. Wir haben auch ein Hotel gebucht, da gibt es dann auch Frühstück morgen früh. Das werde ich natürlich auch alles abfilmen für euch und dann let's go. Und zwar gibt es für uns Wurstbrötchen, so wie im letzten Video. Also nichts Besonderes. Schinken, Körnerbrötchen, Laugenbrötchen. Genau. So Leute, wir sind jetzt auch schon in Überlingen am Bodensee angekommen. Wir haben uns hier ein Eis geholt. Juli holt sich da auch gerade schon ein Eis. Und wir werden jetzt vor zum See laufen. Wir waren vorher schon ein bisschen baden, da habe ich euch aber gar nicht mitgenommen. Aber wir kommen auf jeden Fall noch zu Unterwasseraufnahmen. Und dann würde ich sagen, let's go. Schmeckt's? Ja, ist gut. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know. So Leute, wie unschwer im Hintergrund zu erkennen ist, befinden wir beide uns auch schon beim Bodensee vorne. Wir sind jetzt von Überlingen nach Bodmann gefahren und werden uns hier jetzt was zum Essen suchen und mal schauen, was es hier so gibt. So Leute, wir haben uns hier jetzt zwei Pizzas rausgelassen und noch was zum Trinken und das werden wir uns jetzt genehmigen. Und wir werden später dann noch in eine Wirtschaft gehen, zur Bisonstube nennt sich die, und dort werden wir ein richtig, richtig nices Fleisch essen. Das wird auf jeden Fall schon mega, mega cool. Das essen wir eigentlich jedes Jahr, wenn wir hierher kommen. Also das ist schon wie so ein Ritual und da freue ich mich extrem. Deswegen haben wir uns jetzt nicht ganz so viel geholt, wenn man eine Pizza als nicht ganz so viel betiteln kann. Ja, und wir werden es uns jetzt schmecken lassen. So Leute, und wir sind auch schon im Hotel angekommen und haben eingecheckt und jetzt gibt es eine ganz, ganz, ganz schnelle Roomtour. Und zwar befinden wir uns hier jetzt direkt im Bad. Nichts Besonderes, keine Ahnung, hier ist noch die Dusche. Hier bin ich. Genau, weiter geht's hier mit einem Fernseher, Schlafbereich und Balkon. So, und das war's auch schon mit der ganz schnellen Roomtour. Ich will euch ja nicht langweilen, weil Roomtours sind eigentlich echt immer richtig langweilig. Und jetzt geht's direkt mit meinem Bruder zum Strandbad und wir werden ein wenig vom Sprungturm hüpfen. Da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf und ein bisschen chillen, schwimmen. Und danach geht's dann auch schon in die Bisonstube. Let's go! So
So Leute, und wir sind auch schon im Strandbad angekommen, wie man das auch ziemlich gut erkennen kann hier. Habe auf jeden Fall ziemliches Urlaubsfeeling und da hinten ist der Turm, wo wir uns jetzt hinbegeben werden. Und ein, zwei Tricks sollten auf jeden Fall noch drin sein. Schon auf dem Weg zur Bisonstube. Ich habe dezenten Sonnenbrand bekommen, aber Leute, das gehört irgendwie zum Urlaub dazu, dass man Sonnenbrand kriegt. Und wir werden uns jetzt davon aber nicht abhalten lassen, ein geiles Steak zu essen. Das Wetter ist aggressivst umgeschlagen und es pisst aus Strömen. Let's go! Und wir sind auch schon bei der Bisonstube angekommen. Sieht jetzt ein wenig rustikal aus, lasst euch davon aber nicht abschrecken. Das Fleisch schmeckt so maximal geil und deswegen sind wir auch hergekommen. So Leute, wir sind auch schon da beim Essen und das Essen ist auch schon zubereitet. Zweimal ein 400 Gramm Rinderhüftsteak mit Westernkartoffeln. Sehr nice. Wie man unschwer erkennen kann, ist das Essen leer gegessen. Juli ist noch bei den letzten Zügen, das Essen zu vernichten. Und es war einfach so geil. Ich habe wirklich schon lange nicht mehr so geil gegessen, muss ich sagen. Es war echt nice. So Leute, und der nächste Morgen ist auch schon wieder angebrochen. Und jetzt dürfen wir uns alle auf ein reichliches Frühstück freuen. Ich habe immer noch Sonnenbrand. Wir werden jetzt direkt runtergehen und ein bisschen essen. So Leute, das Essen war mal wieder echt legendär. Jetzt müssen wir aber auch schon gleich das Zimmer verlassen, denn wir haben das Zimmer nur für eine Nacht gebucht. Und jetzt werden wir direkt nach Konstanz fetzen. Ich werde auch die Drohne mitnehmen, mal schauen, ob ich fliegen kann, weil eigentlich ist es ja illegal, so bei Gebäuden zu fliegen. Aber mal schauen, wie das Ganze so wird. Ich muss sagen, ich habe mich mal wieder ein bisschen überfressen, kann man mal so sagen. Also es waren auf jeden Fall heftig viele Kalorien. Aber es war auf jeden Fall möglich, halbwegs gesund zu essen. Natürlich habe ich mir auch ein Nutella-Croissant gegönnt, aber das sollte man alles nicht übertreiben und dann würde ich sagen, let's go. So Leute, wir befinden uns schon auf dem Weg zum Bahnhof und ich muss sagen, das Wetter ist heute echt nicht ganz so ideal. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht unterkriegen. Wir müssen jetzt noch ca. 20 Minuten auf die Bahn warten. Dann werden wir eine Stunde mit der Bahn nach Konstanz reinfahren und dann werden wir uns wiedersehen, wenn wir die nächste Mahlzeit zu uns nehmen. So Leute, wir sind jetzt auch schon in Konstanz angekommen und die erste Suche war es, diesen Calisthenics Park zu finden. Ich habe in meine App geschaut und dann sind wir jetzt erstmal dahin. Da werde ich jetzt ein bisschen trainieren und dann werden wir weiter nach Konstanz in die Innenstadt gehen.
Hab mir jetzt gerade noch einen Proteinriegel rausgelassen und noch was zum Trinken gekauft beim DM. Schmeckt eigentlich ganz geil. So Leute, wir sind jetzt ein bisschen in Konstanz rumgelaufen, waren noch im Lago ein bisschen rumschauen und wir haben uns hier jetzt echte Schweizer Schokolade geholt und die werden wir jetzt gemeinsam ein bisschen essen. Erstmal probieren. Erster Geschmackstest von echter Schweizer Schokolade. Kann man sich auf jeden Fall gut mal geben. Weiter geht es mit einem Mango-Ananas-Smoothie und für meinen Bruder einen Erdbeer-Milchshake. Es wird auf jeden Fall gegönnt. So Leute, wir sind auch schon wieder zurück von Konstanz. Ich habe hier jetzt gerade noch ein paar Drohnenaufnahmen gemacht. Die werde ich euch auf jeden Fall jetzt auch noch einblenden. Und jetzt werden wir nochmal zu den Verwandten gehen und dann auch schon wieder nach Hause fahren und mal schauen, was wir uns so auf dem Nachhauseweg noch zum Essen kaufen oder was wir uns da noch gönnen. Genau, let's go. So Leute, wir sind jetzt schon circa eine Stunde wieder nach Hause gefahren, also wir haben den Heimweg angetreten und wie im letzten Video werden wir einen Zwischenstopp bei der Goldenen Schwalbe machen. Ja, Leute, es muss jetzt sein, also auf so einer langen Autofahrt ist es einfach immer geil zu Maggis zu gehen, kann mir niemand was anderes erzählen, ist auf jeden Fall mega cool und da werden wir beide uns jetzt hinbegeben, was essen. So Leute, ich habe mir jetzt ein Big Tasty Bacon rausgelassen und Curly Fries mit Cola und es gibt ja gerade diese Gläser und mein Bruder hat sich einen Big Mac mit Pommes und auch einem Getränk rausgelassen. Das werden wir uns jetzt gönnen. So Leute, ich habe jetzt gerade noch Abonnenten beim McDonald's getroffen und die wollten unbedingt mit ins Video, deswegen kommen sie jetzt mit ins Video. Ja. Wollt ihr noch irgendjemand grüßen oder so? Oder? Ich grüße meine Mutter, meine Freunde. So Leute, wie bei fast jedem Video habe ich mal wieder vergessen, das Outro aufzunehmen. Ist bei mir Standard. Keine Ahnung, ich war echt ziemlich fertig, wo wir dann heimgefahren sind. Leute, dann gibt es nur noch zu sagen, wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall jetzt schon mal eine positive Bewertung da. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, lasst ein Abo da. Schreibt mir noch Videoideen für die nächsten Videos in die Kommentare, da ich immer ein bisschen einfallslos bin, aber mega Bock habe, neue Videos für euch rauszuhauen. Und dann würde ich sagen, haut rein und...